Hallo Kackbratzen. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. Es gibt so viele Spiele, die anscheinend heute kein Schwein mehr kennt, geschweige denn spielt. Habt ihr zum Beispiel schon mal irgendwas von einem Spiel namens Disruptor gehört? Nein? Die Entwicklerbutze Insomniac Games ist euch aber schon ein Begriff, oder? Zumindest hoffe ich das, denn die Leute haben wohl die größten Titel aller Zeiten für PS2 und PS3 entwickelt. Heute scheinen sie dazu verdammt zu sein, nur noch Titel mit dem Marvel-Logo auf der Packung zu produzieren. And now the President of United Earth. In 4 short years, we will enter the 23rd century. And thanks to the policies of my administration, the future never looked brighter. Jedenfalls war Disruptor, das im Jahr 1996 für die PS1 veröffentlicht wurde, nicht nur ein einzigartiger Ego-Shooter, sondern auch überhaupt das allererste Spiel aus dem Hause Insomniac Games. Für ihr erstes Spiel suchte man noch nach einer großen Inspiration und man musste wohl nicht allzu lange suchen, denn man kam auf die grandiose Idee, das großartige Doom zu kopieren. Allerdings nicht so großartig war, dass man mit der Entwicklung zunächst auf der 3DO startete, denn nach ein paar Jahren hat man herausgefunden, dass dieses System wohl nicht wirklich eine rosige Zukunft hat und man zog mit der Arbeit dann komplett auf die PS1 um. Man hat vielleicht ein paar Jahre verloren, aber in Sony wohl den besten Partner aller Zeiten gefunden. Mission complete. Ihr kleines Spiel namens Disruptor war jedenfalls ein ziemlich beeindruckender Shooter, der auch als Vorzeigeprojekt diente, um zu zeigen, was in der kleinen grauen Kiste steckt. Disruptor mag zwar technisch gesehen ein Wunderwerk sein, aber trotzdem hat das Spiel ein kleines Problem. Und mit klein meine ich, dass es ein relativ großes Problem ist, denn es handelt sich hierbei um die Steuerung. Denn in der Zeit, in der diese ganzen 3D-Spiele auf der PS1 noch das Laufen lernen mussten, hat man manchmal absurd seltsamen Kram in die Spiele eingebaut, der einem schon nach 5 Minuten mittelprächtige Krämpfe in den Fingern einbrachte. Aber einen DualShock-Controller gab es eben damals noch nicht und trotzdem waren wir zufrieden. Wie dem auch sei. Okay, little brother. This is your last chance to change your mind and go home. I didn't graduate top 10 from the academy to take some desk job, sir. Wie man es nicht anders von einem Sci-Fi-Spiel erwartet, wird man in eine komplett kaputte Welt irgendwann in der Zukunft geworfen. Die Menschheit scheint auch nicht mehr alleine im Universum zu sein, denn aus allen Ecken und Enden der Galaxie tauchen irgendwelche Aliens auf und wollen die Erde erobern. Was es also braucht, ist eine Art Weltraumpolizei, die den intergalaktischen Raum nach irgendwelchen Außerirdischen absucht, um diese dann erst zu töten und sofern nötig, kann man dann später immer noch Fragen stellen. Diese mächtige Eliteeinheit der intergalaktischen Weltraumpolizei nennt sich Lightstormers und natürlich will unser Held unbedingt bei den Burschen mitmischen. Er hat auch einen guten Grund, denn sein Vater war ebenfalls Teil dieser Eliteeinheit. Allerdings ist er auf mysteriöse Weise während seines Dienstes gestorben. And don't forget, good stormers always think on their feet. Unser Held, der wie in 99% in allen anderen Fällen ebenfalls Jack heißt, will dieser Geschichte mal auf den Grund gehen. Zudem muss er auch noch seinem Bruder zeigen, dass er keine Memme ist und wie der Zufall es so will, ist auch der Bruder ein Teil dieser intergalaktischen Einheit. Die Lightstormers sind übrigens mit mächtigen psionischen Kräften ausgestattet, um den Aliens noch besser in den Arsch treten zu können und um das Spiel mit einem Extra auszustatten, um sich irgendwie von dem üblichen Shooter einerlei abzuheben. Diese psionischen Kräfte erhalten die Soldaten nicht durch irgendwelche magischen Kräfte, sondern durch ein neurologisches Implantat, das man ihnen direkt in den Schädel pflanzt. Dank des kleinen Chips haben die Soldaten aber nicht nur telekinetische Kräfte, sondern können auch dank der Kraft ihrer Gedanken ihre Wunden heilen. Man, aren't you getting tired of playing these games? I am. I say if we're calling it a game, we're still not ready for a mission. Was einem ab dem Moment, in dem man die CD ins Laufwerk legt, eine mächtige Nostalgie-Gänsehaut spendiert, sind die unglaublich käsigen Filmsequenzen im Spiel. Da 1996 die Technik noch nicht unbedingt so weit war, um irgendwelche Zwischensequenzen in der Ingame-Engine zu erzeugen, hat man sich bei Insomniac dazu entschlossen, irgendwelche Schauspieler in ihren Keller zu sperren, um mit ihnen dann all die schönen Filme aufzunehmen, um der an sich schon käsigen Story den nötigen und sehr grausamen 90er-Jahre-Flair zu verleihen. Spieltechnisch gesehen bietet Disruptor keine Überraschungen, denn es spielt sich im Prinzip wie Doom, nur besser. Wie immer gilt es, das Ende eines Levels zu erreichen und dabei alles über den Haufen zu schießen, was einem in den Weg kommt. Auch was die Waffenauswahl betrifft, gibt es auch hier die üblichen Verdächtigen. Schusswaffen mit verschiedenen Munitionsarten, unter anderem eine Handfeuerwaffe, die in ein praktisches Maschinengewehr verwandelt werden kann, Laser, Granatwerfer, Zielsuchkanone und Geheimwaffen, die allerdings nur einmal verwendet werden können, aber eine unglaubliche Schlagkraft haben. Und da Disruptor eben kein 0815-Shooter sein wollte, hat man versucht, mit der Einführung der Psionic-Superkraft dem Spiel mehr Würze zu verleihen.
Hiermit könnt ihr euren Feinden aus der Nähe einen fulminanten Schock zuführen oder auch ein Schild vor euch aufbauen, das einfliegende feindliche Kugeln von euch fernhalten kann, wobei eure Geschwindigkeit dann drastisch reduziert wird und wie schon erwähnt, kann man mit der Psionik-Kraft die Gesundheit wiederherstellen. Diese Superkraft wird bei Gebrauch allerdings ein wenig an eurem Psionik-Punktkonto knabbern. Um dieses wieder aufzuladen, kann man entweder seine Feinde auf traditionelle Weise töten oder ihnen mit der Psionik-Lebenskraft aus ihrem Körper herausziehen. Das Ergebnis ist ein Spiel voller verschiedener Waffen und Kräften, die ihr je nach Situation sorgfältig abwägen und einsetzen müsst, um auch ein Ende eines Level erreichen zu können. Das kann auf den ersten Blick alles ein wenig verwirren und unübersichtlich wirken, aber Disruptor fängt relativ sanft an und hebt erst nach und nach den Schwierigkeitsgrad etwas an. Jeder Level gibt einem eine neue Waffe oder Kraft, sodass auch immer etwas Neues hinter jeder neu entdeckten Ecke wartet und wo es eine neue Waffe gibt. Da gibt es auch gleich den passenden neuen Feind, an dem man sogleich die neue Wumme ausprobieren kann. Disruptor bietet aber nicht nur eine große Waffenauswahl, sondern auch eine große Vielfalt an Gegnern, darunter auch die typischen Kamikaze-Bomber und auch das Leveldesign ist für so einen jungen PS1-Titel eigentlich ganz in Ordnung. Es gibt sogar eine Handvoll geheimer Bereiche, in denen man nach dringend benötigten Gesundheitspaketen und Munition suchen muss. Insgesamt gibt es 13 verschiedene Level, von engen und atmosphärisch beleuchteten Korridoren über unbemannte Raumstationen über Einöden der Antarktis samt Forschungslager, offene Ebenen des Mars, lavaverkrusteten Minen auf dem Mond Io und sogar ein Level, das in einer abgefahrenen Traumwelt in eurem Kopf stattfindet. Ein jedes Level ist von seinem Design einzigartig und jedes Mal nimmt auch die Feuerkraft der Gegner einen Tacken zu. Jedenfalls ist all diese Abwechslung auch bitter nötig, denn die Steuerung geht jetzt nicht wirklich gut von der Hand. Und da man aus irgendwelchen Gründen auf die entsetzlich dumme Idee kam, in einen Shooter eine Handvoll Plattformer-Einlagen einzubauen, mit einem Charakter, der das Springen definitiv nicht erfunden hat, macht die ganze Sache nicht besser. Wenigstens werden die Knopfeingaben relativ schnell umgesetzt, womit sich Disruptor noch flüssiger anfühlt als ein Doom. Und das ist furchtbar wichtig, da erstens die Feinde nicht nur strategisch gut in den Karten positioniert sind, sondern auch ebenfalls sehr viel Strategie und geschicktes Wechseln der Waffen erfordern, damit man sie überhaupt erst ausschalten kann. Disruptor stellt mit der Zeit auch für den geübten Spieler einen harten Brocken dar. Es gibt auch neben Normal und Schwer noch einen einfachen Schwierigkeitsgrad, allerdings endet dieser Modus schon nach der ersten Handvoll Missionen, da er wirklich nur als Übungsmodus gedacht ist. Normal ist also schon ziemlich knackig und was das für den schweren Modus bedeutet, könnt ihr euch mit euren Wachsmalstiften wohl selbst ausmalen. Hat man den schweren Modus überwunden, darf man sich als Belohnung auf ein alternatives Ende in Form eines alternativen Films freuen. Nachdem man sich die ganze Zeit den Arsch aufgerissen hat, hätte man sich wirklich etwas mehr gewünscht. Aber so war das eben damals. Well, little brother, you made it through with flying colors. You're the best we've ever seen. Other than me, of course. Insgesamt sind diese Live-Action-Filme wohl das Highlight des ganzen Spiels. Alles wirkt so, als wäre alles unter enormem Zeitdruck und extrem kleinen Geldbeutel zusammengestrickt worden. Die Dialoge sind absolut käsig, werden aber so extrem ernsthaft präsentiert, dass alles ungewollt in eine fast lachhafte Komödie abdriftet. He said Dad was the best of the best. Well, until I came along, right? Save your bragging till later, because this time we're really putting you to the test. Disruptor fügt sich hier auf eine liebenswerte Weise in die trashigen 90er Jahre Sci-Fi-Filme ein und so ernsthaft der Ton auch klingt. Es bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken. Nee. Auch wenn das Spiel noch aus der Steinzeit stammt, kann sich aber die Grafik als auch der Sound wirklich sehen lassen. Die Bildrate ist trotz all der Action konstant und lobenswert ist auch, dass wirklich jedes Level ein eigenes Farbschema und eigene Architektur hat und wurden insgesamt so gestaltet, dass man relativ einfach durch die Bereiche navigieren kann. Was das Audio betrifft, wirken alle Effekte wirklich angemessen und verfehlen nie ihre Wirkung. Feuergefechte wirken wuchtig und in den Pausen dazwischen verschafft der Soundtrack für die nötige Atmosphäre und hält die Spannung aufrecht. Verantwortlich für den Soundtrack war übrigens David Bergo, der dann später auch die Musik zum ersten Ratchet & Clank-Spiel komponierte. Mit Disruptor hat Insomniac Games wirklich einen bemerkenswerten Titel abgeliefert. Noch dazu war es ihr erstes Spiel und dann noch auf der leicht zickigen PS1, was die Leistung noch bemerkenswerter macht. Es mag am Ende vielleicht kein Doom-Killer sein, aber dennoch ist Disruptor ein ziemlich anspruchsvoller Titel, der auf seine Art vielleicht die alte Rezeptur mit neuen Zutaten sogar noch etwas mehr Schwung verleiht. Wer also einen absolut grundsoliden Shooter auf der PS1 sucht, kommt nicht um Disruptor herum. Vielleicht ist das Spiel sogar der beste Shooter, den wir auf dieser Konsole überhaupt finden können. Es ist aufgrund der Hardware-Einschränkungen natürlich nicht alles perfekt und die Filme sind so unfassbar käsig, aber man muss diese Perle einfach lieben.
Es ist definitiv ein komplett unterschätzter Klassiker, der unter der Haube eine Menge Action und Explosionen bietet. Abgerundet wird alles mit einem cleveren Waffensystem und einer eigentlich ganz netten Handlung. Solltet ihr also zufällig über diesen ungeschliffenen Diamanten stolpern, solltet ihr unbedingt zugreifen. Now that free elections have been held, as new president of United Earth, I'm proud to promote you to commander of the Lightstormer forces and keeper of the orb. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.